Moin, moin. Wieso ist das Follower-Ding da wieder in weiß, so dass man es nicht lesen kann? Ist mit dir, ey. Da soll es aber schwarz sein. Okay. Patsching. Jawohl. Das wahrscheinlich. Das ist in schwarz. Das machen wir auch noch in schwarz. Und das machen wir auch in schwarz. So. Dann, Impf. Jawohl, ja. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Hier, wo ich bin, wo bist du denn schon wieder? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich Hier habe bei noch das Bronzerennen gemacht, wahrscheinlich. Rubin-Lebensschrein bin ich. Wo? Moment. Du bist genau auf der anderen Seite. Bronzezeithüter. Ach, die Tour an der Küste habe ich noch nicht fertig. Ja und? Das ist ja auch eher so Nebensache. Findest du? Aber gibt bestimmt gut XP. Blitzfrostüberflug muss ich noch machen, Wildreservatparcours und Flusslauf des hohen Blätterdachs. Was haben wir denn noch? Rubinlebensschrein Schleife und Wildreservat Slalom. Hast du die schon fertig? Nein, warum sollte ich denn auch immer diese blöden Flugrouten machen? Ich mache das, wo ich Bock drauf habe. Ganz einfach. Und da habe ich gerade nicht so wirklich Bock drauf, irgendwelche Rennen zu vervollständigen. Ich weiß nicht mal mehr, wie man mit dem Ding fliegt. Ist ja gut. Raste doch nicht gleich komplett aus. Bist du da überhaupt? Nein, bist du nicht. Das war ein nächstes Rennen. Ach ja. Ich glaube, ich komme nicht zu dir. Vertrockne schon wieder mit meinem Drachen. Nichts Neues. Du bist ja voll ewig weit weg. Ich auch gar Blitzfrostangriff. nicht. Du bist doch hier auf dem. Du bist doch fast da. Oh, hier ist ein Dungeon. Da kommst du. Oder auch nicht. Na, zu langsam. Ich komme nicht hoch. Oh, Menno. Du bist gerade runtergekommen. Ja, komm. Ich kann doch bei dir mitfahren, oder nicht, ne? Ja, eben, deswegen. Fahr mit mir. Ach. Als kleines Welpling. Wir müssen hier irgendwelche Dinger anquatschen, oder was? Wie kann ich denn hier aussteigen? Ah.
Beruf ausgewählt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe ein Seil aufgesammelt. Was bekommen jetzt hier die vier Typen, die hinter uns stehen? Wir müssen denen sozusagen jedem einen Job geben. Ah, okay. Kannst du nachher von drei von denen, glaube ich, eine Quest annehmen. Moin, moin. Super. Einfach wahllos klicken und trotzdem fertig werden. Ja, ist doch egal. Schneller kannst du EP nicht machen. Ich habe ihre Rückkehr erwartet. Jo, jetzt kann sie wieder 4 Milliarden Quests annehmen. Wahrscheinlich keine davon ist relevant. Nee, das nicht, aber die sind schnell gemacht und geben ganz gut EP. Okay. 900 EP. Ja, da kommen natürlich noch Folgequests bei denen, ne? Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Die Aspekte mögen euch segnen. Jedes Ei bedarf sorgfältiger Betreuung, um sein volles Potenzial zu entfalten. Die hier auch anquatschen. Oder hast du von diesem kleinen Drachen überhaupt eine Quest angenommen? Weiß ich gar nicht. Okay, man kann immer nur einen von denen anquatschen. Alex, ja, kannst du beide anquatschen, aber. Achso, die haben nicht immer einen Stofffetzen, aber ja, logisch. Ja. So, hier kann ich was abgeben. Hallo. Auf dann. Man sieht sich. Schönen Tag. Oh, toll. Feurige Geister. Mhm. Ich hätte mal lesen sollen, was der von mir will. Verluste erlitten. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich erholen können. Die besten Waren der Inseln. Oh jo. Ein bisschen Schrott verkaufen. Achso. Mit wem muss ich denn hier quatschen? Das weiß ich gerade auch nicht mehr so genau. Irgendeiner muss eine Glasperle haben. Ehre dem König, Freund. Seid vorsichtig. Ah. Ah, ne, hier. Die liegt hier. Auf dem Tisch. Sag nichts. Ja, so, und weiter. Mal Federn sammeln. 5 Stück, okay. Geht ja zügig. Habt ihr gute Neuigkeiten? Hoffnung. Oh. War noch mit dem Quatschen. Okay. Easy. Grüße. Hütet euch vor den Tiefen dieser Erde. Gut. Was habe ich da hinten? Ach, das ist die Fähre.
wenn man keine Ahnung hat, was man hier tut. Wo bist du hin? Weg hier, Lo. Hier muss ich wieder mit einem quatschen. Willkommen auf das Wasser, das den Rubin-Lebensschrein versorgt. Wie bitte? Die Welblinge wollen nicht fliegen? Das Fliegen sollte ihnen im Blut liegen. Na, jetzt musst du hier die Quest annehmen. Lasst euch von den Kleinen nicht beirren. Rubin-Welbling ausgewählt. Cool. Oh, cool. Auf was schieße ich denn hier? Auf die Viecher, die hier sind. Und diesen unerbitterlichen Windstoß. Oh, das war ja einfach. Oh, wie stark sind die Kleinen denn? Ach, ziemlich, ne? Ach, man kann auch schneller fliegen. Wie viele Windstöße brauchen wir? Einen. Oder für die anderen Viecher hier. Tatsache. Und jetzt? Wieder hoch oder was? Er fliegt doch automatisch hoch. Nö. Meiner schon. Habe ich noch was nicht fertig? Achso, wenn ich auf Verlassen klicke oder was? Nö. Bitte? Nö. Dann macht das so. Nein. Doch. Aber meiner nicht. Ich muss ja wieder hochkommen. Oh. Und jetzt? Habe ich auf der anderen Seite was zum Abgeben. Euch hier zu entwickeln. Uhu, neue Rune. Aber ich kann hier nichts annehmen. Wo es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Du musstest jetzt zwei Quests abgegeben haben und dann bei Alexstrasse eine neue angenommen haben. Ne, ich hab nur eine. Was hast du denn nicht gemacht? Weiß ich nicht. Ich hab jetzt noch von der Kampagne Drachenglyphen für Anfänger. Muss ich noch abgeben. Anfänger. Echt jetzt? Ja. Ja, da muss ja wieder zurück, wo wir die Dings gemacht haben. Ja, Himmelshoch-Observatoriums-Gedönster. Ja. Himmelhoch jauchzend, tief betrübt. Ah, fliegen wir fix zurück. Soll schon passieren. Oh, reicht gerade so. Ich weiß nur nicht, wo ich die abgeben musste. Hätte abgeben sollen müssen.
Ach, hier bei dem. Ah, seid ihr in einen Windstoß geraten? Kehrt zum Rubinschrein zurück. Überall auf den Dracheninseln. Dort können wir euch bei eurer Erkundung und dem Drachenreiten helfen. Und nun lebt wohl und erkundet munter. Ja, wenn man nur die Hälfte liest, macht man es halt doppelt, ne? Toll. Jetzt hat er mich hier auf irgend so einen Turm geschmissen. Ich muss hier unten feurige Geister machen. Ja, das muss ich auch. Ja, kommst gerade rüber. Hier, wo ich bin, kann man die Quest irgendwie fertig machen. Dann klopfe ich nämlich hier schon ein bisschen rum. Tun einem ja nichts. Die Viecher. Ja, okay, sie machen ein bisschen Schaden, aber ist jetzt nicht viel. Ich brauche noch einen. Oh, jetzt nicht mehr. Das war ja einfach. Oh Gott, der verhungert ja voll, wenn du nach oben fliegst. Verhungert voll. Der scheiß Drache. Ich habe drauf gedrückt, jetzt ist er statt senkrecht hochzufliegen einfach rückwärts runtergefallen. Echt? Ja. Ja, meiner kam gerade auch nicht weiter hoch. Ah, super. Jetzt stehe ich hier unten. Oh, eine Blume. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Geschenk für Miguel. Ach super. Ich habe immer noch nicht genug. Soll ich dir mal was verraten? Hm? Klick mal oben auf die Zusammenfassung der Dracheninseln. Ja. Und dann mal auf das Reiten, also auf das Drachenfliegen. Anzeigen. Ja. Eigentlich weiters gehen können, wenn du schon drei Dinger hast. Drei Drachenmarken. Nein, habe ich nicht. Das ist schlecht. Das ist absolut richtig, ja. Ich habe gar nichts. Ja, und dann Nervenkitzeljäger, ne? Oder was hast du da geskillt? Hier ist auf jeden Fall irgendwo wieder eine. Da oben wahrscheinlich. Warte, ich gucke, was habe ich geskillt? Du
drüber, der fällt ja einfach nur runter, der Scheißklumpen. Ist das ein Kackdrache? Der fliegt nicht, der stürzt ab. Das ist das Einzige, was er kann. Ja, ich finde das schon sehr komisch manchmal mit dem Fliegen. Wo bist du denn jetzt? Da hinten. Ich laufe jetzt hier einfach am Bergkamm entlang. Nö, kommt nicht. Er kommt nicht. Der kriegt seinen Hintern nicht hoch. Ja, ich bin jetzt wenigstens schon mal ein Stückle weiter oben. Oh. Ich bin wieder ganz unten. Ja, vor allem, der hört einfach so mittendrin auf. Ist noch in der Vorwärtsbewegung und bleibt dann einfach stehen und flattert mit den Flügeln auf der Stelle. Das checke ich halt nicht. Warum, wieso, weshalb. Aber egal. Das weiß ich auch nicht. Ich bin einfach nur schlecht. Okay. Muss man ja so anerkennen. Aber hier ist ein Weg, hier kann man hochlaufen. Ausgewachsener Schlitzer. Aha. Hier ist ein Transmogger. Ach, hier stehen ganz viele Leute, die in die Inni rein wollen. Also ich bin oben angekommen. Ja, ich nicht. Dauert noch. Hab jetzt nur einen Elan, damit kommst du ja nicht hoch. Oder? Nee, das stimmt. Ich weiß es nicht, ich versuch's. Nein. Miguels Geschenk. Och, Manno. Kannst mich nicht abholen, ne? Nee, ich muss auch gerade erst auf. Aufladen, ne? Ach, wie bitter ist das denn bitte? Er muss ja schon sagen, ne? Hm? Der ist ja schon ganz dezent verbuggt. Ja, nur ganz dezent. Ich hoffe, ich krieg meinen einen Follower noch. Glaub zwar nicht dran. Weil wer guckt sich sowas freiwillig an? Keine Ahnung. Ah, das ist richtig. Ich nicht. Oh, jetzt bitte. Genug peinliche Momente hier gehabt. Jawohl. Was ein Krampf. Schafft ja. Braucht ihr etwas? Oder warum hat Zick? Man sieht sich. Auf dann. Mögen eure Reisen sicher sein. Schönen Tag auch. Wieso hast du was Episches bekommen und ich nicht? So herstellen mit deinem Beruf. Herz in der Flasche. Ich kann kein Herz in der Flasche machen. Ich bin doch kein Dings.
kannst jetzt hier noch was annehmen. Ah, boah, krass. Inspiriert, Miguels Geschenk. Hast du das Ding angenommen, oder? Was kann das? Das musst du dem Miguel hinten schenken. Ich hab noch eine Quest bei dem Schmied-Typi. Ja, mach das mal. Ich mach mal hier noch die Flugroute. Ich bin absolut verwirrt. Das ist so krank. Für die Allianz. Das Licht segnet euch. Mit Mara Baumgeiger. Aha. Hallo. Mögen eure Reisen sicher sein. Grüße. Ziehe den Ehrenfreund. Was hast du als Geschenkding genommen? Ich würde doch für deinen Beruf aussuchen. Lagersack mit Heilkräutern wahrscheinlich, ne? Ich würde halt das mit Leder nehmen für dich. Ja, ja, hab ich. Ich habe eine Duselente. Ich weiß nicht, wo ich die gefunden habe. Die hast du eben bei der Quest bekommen. Ah, okay. Wo wir die Glasperle gesucht haben für. Jo, du bist ja voll im Modus, ey. Ja, hab ich auch schon alles mit dem Hunter gemacht. Ach, so. Ist das. Drücken Sie mir die Daumen, jetzt. Ach, leck mich doch am Arsch. Schon wieder nicht. Schon der 3-millionste Versuch und immer noch nicht. Was denn? Grünes Ei. Ja. Von wegen 18 Mal und dann hast du Glück. Ich habe das schon 3 Millionen Mal gemacht. Ja. Zeitspanne ist relativ. Glücklich, weißt du, hier bei meinem, ne? Ja, also Things ist das nicht, aber halt, ne, wo du gucken kannst, wegen Mounts und so. Mhm. 1 bis zu 20 Chancen, ja? Glücklich, wenn du es nach dem 14. oder weniger versuchen erhältst. Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Seitdem ich da ehrfürchtig bin? 3 Millionen Mal? Paar Mal. Da könnte ich, ne? Was ist das? Wird beim Anlegen gebunden, einzigartig angelegt. Ja. Brust, Zubehör für Lederverarbeitung. Guck mal, habe ich nicht ein süßes Hütchen auf? Wenn ich das Ding jetzt baue, muss ich das dann jedes Mal zum Ledern anziehen? Das, klick mal da drauf, mein lieber Bruder. Ach, das kommt oben in das Ding. Ja, okay. Ja. Ich dachte schon. Ja, weil da steht Brust. Das wäre es ja noch. Möchtest du Handgelenk? 306er? Wenn du das herstellen kannst? Ja, sicher. Oh, Entschuldigung. Nein, doch nicht. Schade. Ich dachte, es wäre gedingst worden für dich. Ist ja Meisterschaft drauf. Was soll ich mit Meisterschaft? Ich brauche Vielseitigkeit. Was ist da drauf? Achso, du siehst, was da drauf ist. Da habe ich ja gerade drauf geklickt. Ja und? Ja und? Ja, besser wie nix, oder? Das stimmt wohl. Danke. Bitte. Wenigstens für etwas bist du zu gebrauchen. Hast du jetzt hier, dass wir weiter in der Story kommen? Ja, also ich habe jetzt hier fertig. Ich kehre zu Alastraza zurück. Ja, gut. Haben wir die gleichen Hörner an unsere Dinger gebaut? Ja. Lol. Und Lamellen auf dem Kopf.
habe ich keine Stacheln am Schwanz gemacht. Ich warte dann mal hier vorne. Bis du die Cutscene gesehen hast, etc. Ich muss mich immer noch mit einem quatschen. Ja, ja, mach mal. Miguel sagte... Gemeinsam stehen wir für den Bockwerk. Ich brauche ja bald einen Labortisch des Alchemisten. Was ist das denn? Oh. Oh. Den brauche ich. Die Winde. So, jetzt muss ich warten, dass sie was fertig baut. Wer baut was fertig? Die Mara. Ich glaube, die macht mir auch noch mal so ein Ding, ne? So ein Ausrüstungsteil. Toll, unverwüstlicher Kittel habe ich ja gebaut. Kirchnerkappe. Angelfertigkeit. Kochmütze. Na, Kirchnerei nehme ich dann noch mit, ne? Beobachtet den Himmel. Beruf. Kirchnern. Sehr gut. Gut, das habe ich. Jetzt muss ich zu Alestrasa flitzen. Aufruhr entdeckt. Bewegt sich der Boden? Es könnte noch viel schlimmer sein. Hast du die Pets, die ich gerade meinem Dings hinzugefügt habe, hast du die schon? Hm, was für Pets? Ja, die Haustiere. Ja, welche? Hab keine gesehen. Hast du das nicht gesehen? Nö. Katzin. Sturm. Majordomus schützt die Eier, während ich Rassageth ablenke. Sie wird unseren Jungen nichts antun. Hast du den? Die Lebensbinderin segne euch. Den. Nee, habe ich nicht. Willst du haben? Die Glimmernetz habe ich zweimal, ja. Aber den Präriehund nicht. So. Springt auf einen Drachen reit hier. Meldet euch beim Kommandant. Okay. Danke. Bitte. Wieso war der eben bei dir blau und bei mir ist er jetzt grün? Hä? Jetzt war bei mir auch nur grün. Achso. So. Machen wir jetzt erst die Nebenquests oder was? Trefft euch. Zum Beispiel. Hm?
Gartenfest zum Beispiel. Gartenfest, Krippenspiel, Bonn, Schreiterchaos und ja, wir könnten auch die Tour noch gerade fertig machen, ne? Welche Tour? Ja, an der Küste entlang. Hab ich schon. Hast du die schon fertig gemacht? Ja, als ich auf dich gewartet habe, habe ich beide Dings gemacht. Hellolala. Ja, was denn? Du hast ja zu lange gebraucht. Da kann ich ja nichts dafür. Ja, schön. Sag doch gleich, ich bin ein Noob. Ja, bist du ja auch. Zu kleiner. Oh Gott, schon wieder abgestürzt. Super. Einfach schon 10 Minuten am Anfang verschwendet, um zu gucken, wo ich hinfliegen muss. Herzlichen Glückwunsch. Dann an so einem Turbo-Dinge vorbeigeflogen. Das wird wahrscheinlich die mit Abstand langsamste Zeit, die je geflogen wurde. Wahrscheinlich. Aber du kannst ja noch üben. Hatte ich eigentlich nicht vor. Warst du üben? Ja. Wenn es dich glücklich macht, ich hab's auch nur bis Silber geschafft. Ja, Bronze reicht mir vollkommen für den Anfang. Ich will einfach nur, dass die Quests fertig werden. Das kann ich ja immer noch machen, wenn ich... Oh, jo. Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal beim Gartenfest angekommen. Ja, sehr gut. Hoppala. Den übelsten Zuckler gehabt. Oh. Auch wieder nur Bronze. Ja, besser als nichts. So, was fehlt denn jetzt noch? Drei noch. 1,4 Kilometer. Puh. Das ist bestimmt das Wildreservoir. Parcours, oder? Keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung niemals.
Nee, Slalom. Rein Nuben. Hast du die jetzt noch alle? Hm? Hast du das jetzt noch? Ja klar, mach ich das jetzt noch fix für dich. Sind ja nur zwei Dinger noch. Direkt Silber. Nice. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wäre ich am Anfang nicht so verstrahlt gewesen, hätte ich das bestimmt noch geschafft. Wow. Drachenfest habe ich fertig. Ich verreck gleich an irgendwelchen Donner-Echsen-Kälbern. Katzenform nix gut. Ich habe die Hoffnung. Flusslauf des hohen Blätterdachs jetzt noch. Oh, auch Silberzeit. So, und jetzt das letzte Ding noch. Erkundet die Küste des Erwachens. Die Wasser fließen erneut. Ja.
voll fokussiert. Das hier irgendwie auf die Kette zu kriegen. Jawohl. Nein! 75.000stel zu langsam für die Goldzeit. Ah, oh, mies. Oh, hier ist ein Flugmeister. Sehr gut. Der kann mich sogar bis zu dir hinfliegen. Sehr gut. Machen wir das. Da ist dann weiß ich nicht, hier ist irgendeine Quest. Setzt euch und seht euch die Landschaft an. Hast du das schon gemacht? Bist du nur am Sitzen und bist mit dem Typen am Quatschen. Und hörst ihm seine Lebensgeschichte an. So wie immer halt. Ja. So wie immer. So. Ich bin für dich. Ups. Der erzählt ja noch. Okay, das dauert was länger. Ich hab gesagt. Ich hoffe, es ist nicht von Relevanz, das zu lesen, was er einem erzählt, weil ich hab's nicht getan. Nö, eigentlich nicht. Dann mache ich das auch mal gerade. Er erzählt nur so ein bisschen darüber, wie er die Insel verlassen hat und dann wieder zurückgekommen ist und bla bla bla. Ach, der ist fertig. Ach nee, ich muss dann auch noch nachhaken. Oh Gott. Deswegen sage ich ja. So ein das Hochinteressierter. 3750 EP. Wow. Ich meine, gut, ist ja auch interessant eigentlich so, ne? So ein Nebenpart. Ja, wenn man sich das alles durchliest, auf jeden Fall. Wenn man interessiert wäre an die Story. Na, Junior? Was ist los?
magst du sitzen? Jo, wie alt ist der Zwerg denn bitte? 10.000 Jahre sind eine lange Zeit. Er ist wahrscheinlich auch ein Drache. Ah, ja. Das ja, würde, Sinn, ne? Würde Sinn machen, ja. Ich meine, sein Name, ne? Der Veritas Ras. Klingt ja schon so drachig. Absolut. Wieder vergessen. Man fragt nach den Kriegen. Ja. Einfach 20 Minuten damit verbracht, dem Typen zuzuhören. Frage mich ja manchmal, was passiert, wenn man einfach wieder aufsteht und geht, ob man die ganzen Quatsch dann nochmal machen muss. Ja. Ich bin eben aufgestanden, weil ich dachte, der wäre fertig. Haha. Ja, aber da war nur der erste Part zu wiederholen, also Gott sei Dank nicht alles. Die Leute, die in den Stream reinpurzeln, denken sich auch, was für ein Trottel. Ja, du bist halt der größte Noob, den ich kenne. Ja. Ach, schon wieder genug. Bye, bye. Müdes Baby. Macht er schon wieder keinen Mittagsschlaf? Nee, irgendwie wohl er nicht. Boah, der weiß gar nicht, wie gut er es noch hat. Absolut. Würde mich jetzt auch am liebsten hinflanken und mal eine Stunde oder zwei pennen. Ölig. Aber dann komme ich wieder nicht zum Zocken. Zocken wichtig. Nein, Spaß. Naja, in gewisser Art und Weise schon wichtig, wenn man unter der Woche nicht dazu kommt, irgendwas zu machen, was einen interessiert. Hm. Das ist ja blöd, wenn man arbeiten muss, ne? Ja, wer das erfunden hat, ne? Wird gesteinigt. Hätte ich das gewusst, ne? Aber obwohl, bringt auch nichts. Kannst ja nicht mal Pause machen. In dem Zeitraum, weil du musst ja immer wieder klicken. Ist der bald mal fertig? Küchner-Tagebuch. Zwar nicht über welche Freundin er gequatscht hat, aber quatsch mal über deine Freundin. Muss mal gucken, ob ich ein Dings finde. Lederverarbeitungslehrer, ob der mir noch was beibringen kann. Bestimmt, wenn du was gelernt hast, also was hergestellt hast. Ja, ich habe jetzt nur noch gelben Kram. Bin jetzt bei 8. Ich kann noch einmal. Oh, fertig. Ich werde verrückt.
Grandios. Wow. Oh, super. Und jetzt gibt's eine Folgequest. Aktiviert die Glyphe und erschafft die Zeitkapsel. Was? Wovon labert der? Wieso kann ich die jetzt nicht abgeben? Ja, wir müssen das beschaffen. Nein, ich kann meine Quest abgeben. Die normale, dem Zuhören. Ja. Ah, jetzt. Ich sag ja nur leicht verbuggt. Alles hier. Ach, das ist in der Mitte, wo wir runterhüpfen müssen, oder was? Ganz richtig. Wenn du nicht mehr hochkommst, ne? Hier ist irgendwo eine Fähre. Ja. Hier. Ich versuch mal mein Glück. Ha, easy. Verwirrt rumgeflogen. War der da? Ja, rechts. Auf irgendeinem Vorsprung. Nein, da unten muss noch. Nee. Erinnerung. Der hat bei mir auch das Falsche anvisiert. Hier ist er. Ja, bei mir ist gerade abgestürzt. Wäre der Rechner oder WoW? WoW. Ja, wenn der Rechner abgestürzt wäre, wäre ein bisschen komisch, wenn wir jetzt noch quatschen könnten, ne? Ja, möglich. Möglich ist alles, ja. Mhm. So, Gartenfest. Sprecht mit Akora bei dem Rubin-Blubberbecken. Das ist da unten. WB. Ach, super. Hab wieder nicht zugehört, was ich machen muss. Du musst nur Sachen pflücken. Muss ich Dings dafür machen? Was? Hier so einen Korb mitnehmen? Nee. Nein. Einfach nur einsammeln. Einfach nur einsammeln. Na dann. Ach, und da kommen Mobs raus. Mhm. Oh, die Quest kenne ich. Die habe ich bei einem gesehen. So vor einem Dreivierteljahr gefühlt, als das Spiel rauskam. Also das Addon. Die Dinger, die im Baum hängen, sind relativ schwierig, ne? Oh, echt jetzt? Du kannst die Sachen nicht einsammeln? Während du angegriffen wirst. Wo ist jetzt dieses Ding hin? Da
Das Toll. Ist die Sport nach einer Zeit. Ja, ich hab's gemerkt. Super. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Sollen wir uns eigentlich mal für eine Insta anmelden? Ich habe gesagt, nee, keine los. Kam nicht an. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Wasch hier die Füße. Boah, da hängen 3 von diesen Dingern. Haben wir das schon mal? Hier hängt auch noch ein so ein Moped. So, was fehlt denn jetzt noch? Duftende Drachenblume. Die hier. Und üppige Samenkapseln, okay. Die liegt hier überall rum, so Büschen und so. Mhm. Da liegt eine. Und da hinten liegt auch eine. Ja, ich hab das ja schon fertig. Sehr gut. Schon lange fertig. Duftende Drachenblume dargebracht, ja. Muss ich da jetzt in die Dinger werfen. Ja. Jetzt kommen irgendwelche Vogelviecher, die futtern. Sehr gut. Hast du das mit der Höhle auch schon? Ja. Geht mit den Aspen. Fliegt man besser hin, wa? Kannst auch hinlaufen. Beruhigt Frösche. Was ist das so? Die Viecher jetzt einfach zusammenklopfen und dann. Dann muss ich mal die zusammenklopfen. Ja, hab's gesehen. Die Kleinen tun's. Aber egal, gibt auch XP. Experienze! Nicht mal das. So. So muss ich das machen. Irgendwie so Glühwürmchen auf den Boden werfen und warten, dass die da reinlaufen. Ja, damit du sie anklicken kannst. Acht Stück, puh. Noch 3. Huch.
So, noch ein Fröschlein. Ja, klappt wieder super. Machst du schon wieder? Was machst du schon wieder? Wollte einen Frosch einsammeln. Geht aber nicht, wenn du von den anderen verprügelt wirst. Nee, das stimmt. So, ist das jetzt fertig hier? Irgendwelche Frösche freilassen. Oh, hier steht noch ein Questgeber. Hast du die auch? Unglücklicher Umweg. Hoppala. Ach, alle Leute mit Kopfhörern haben jetzt einen Gehörsturz. Ich habe nichts gehört. Oh, das ist gut. Junior hat einmal gegens Mikro gehauen. Haben wir nicht gehört. Da ist es gut. So, Frösche freigelassen. Unglücklicher Umweg. Oh, hallo. Wo du mit der Pandarendame quatschen musstest und dann hier irgendwelche Steinelementare verprügelst. Ja. Eine sichere Reise. Genau das. Oh, und noch eine Quest bekommen. Blitzschlag. Regelt ja so hart, ne? Was benötigt ihr? Oh. Nimm mal den Schnuller raus, dann kannst du das besser kommentieren. Tot? Schön, dass du sowas schon kennst. Oh cool, wenn du das einsammelst, kann ich es nicht einsammeln. Ist doch nicht so schlimm, weil... Gibt ja nur 50 Stück davon. Hast du etwas für mich? Ja, verringert halt deine Bewegungsgeschwindigkeit und... Schützt dich aber halt, ne? Du musst auch noch so 5 Typen retten. Ja, 2 habe ich schon. Dann ist ja gut. Hast du erkannt, dass da dasselbe Bild läuft wie hier? Das ist schön. Der Cuteness-Faktor eines fast Zweijährigen finde ich super. Oh, jetzt schon wieder runter. Sagst du noch Bye-Bye? Nein, nicht? Okay. Ja, er winkt, aber das sieht halt keiner. Anadia Schola.
hast du alle? Nö. Warum nicht? Mir fehlen noch 2 Forscher, ja. Ja. Und... Ich glaube, das war's. Trefft euch mit Bla im Garten. Oh, ne, ihr müsst fertig sein. Bevor ich ja noch gerettet. Wiederzusehen. Möge euch dieser Tag Freude bringen. Eine sichere Reise. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Ach, das sieht aber doch schon schwer nach Inni-Auftrag aus, oder? Nee, doch nicht. Kann man hier rein? Nee. Wenn nicht. Hätte ja klappen können. Okay, hab festgestellt, das ist eine dumme Idee. Weißt du, Fuß zu laufen? Ja. Ja, ne? Ich wollte dich ja mitnehmen, aber hat's keinen Bock. Oh. Ja, tschüss. Hoppala. So. Aber hier ist auf jeden Fall richtig, oder? Mhm. Ja. Einfach voll unten in die Lava gerauscht. Lol, was war das? Das war Aszendenz mit Lava, Peitsche und danach kam Kettenblitzschlag. Puh, crazy. 15,5 kdps geschwurbelt an denen gerade. Du weißt Junge. Doch, kein Gear, aber kann trotzdem spielen. Ja, finde ich. Gut, ich meine, es ist AE-Damage, aber trotzdem. Es ist halt schon heavy. Ich sag ja, wir müssen durch eine Inni laufen. Mit deinem Damage, Easy Mode. Bisschen Loot abgreifen. Was fehlt denn jetzt noch? Kugel der Urflamme geformt. Ach, die muss man da oben formen. Kannst du aufsitzen? Geht das nicht mehr? Früher ging das, ne? Ja. Aber hier kann man jetzt irgendwie die Kugel formen. Wir stellen uns der Finsternis. Gott, ihr Bienen. So, Freund. Nein! Kann man hier auch nicht fliegen? Bodenreittiere sind hier nicht gestattet. Sind diese Patches auf dem Boden auch Wirbel? Nö, doch. Schön für dich. Ha! Raus mit der Sprache.
Wo? Ah, da hinten. Und wohin jetzt? Wieder runter. Wir müssen noch eine Kugel brauche ich noch. Weil wir noch eine Kugel der Urflamme formen müssen. Ja, genau. Kugel der Urflamme formen. Dafür musst du. Ich brauche erstmal noch ein siebtes Teil davon. Ja. Hast du die optionalen Urflammenfragmente noch nicht, oder was? Ja, eins fehlt mir noch. Ah, okay. Wo bist du denn jetzt? Du bist gerade am Fahren. Ja, ich hab gepult. Natürlich. Wird ja wohl was dabei sein. So, jetzt Kugelform. Wie formt man denn die Kugel? Einfach draufklicken, rechtsklick. Ach da. Ich habe die Kugel im Inventar gesucht. So, und jetzt? Kugel der Urwellen. Hier leiser. Echt jetzt? Hm? Ich hab gesagt, echt jetzt? Die diskutieren über die Sonne, aber in einer Lautstärke. Wenn ich angegriffen werde, ist mir doch egal, ob die über die Sonne diskutieren, dass sie über die Sonne diskutieren. Super. Wo müssen wir denn jetzt hin wieder? Hier oben. Glaube ich. Nee, Pfeil nach unten, also hier drunter. Wo ist denn hier rein? Wo geht's denn hier rein? Ach, dahin, wo wir eben waren. Nee, ich suche noch Kugel der Urwellen. Oder bist du bei Schnellfeuerpläne? Hä? Was suchst du? Kugel der Urwellen. Ja, genau. Ich kann auch schon was abgeben. Achso, das sind ja drei verschiedene Quests, haben wir ja eben bekommen. Willkommen. Ja. Lebt wohl. Möge euch diese. Wer ist denn da noch offen? Lebt wohl. Eine sichere Reise. Destillierte Anstrengung heißt die Quest. Ja, dann müssen wir das ja. Hier unten. Bin gerade reingerauscht. Fertig. Das war ja einfach. Das ist so unverschämt. Oh, da war ein Quest-Typ. Wenn's wichtig war, kommt er hinter uns her. Grüße, ich hoffe, euch bald wiederzusehen.
Lebt wohl. Sind wir bereit? So. Wir sind immer bereit. Wann sind wir mal nicht bereit? Oh, ein Finger. Schritt und Tempo ist sehr schön. Wichtig. ...1,81 gegen 2,46 ausgetauscht. Seid ihr jetzt mal fertig hier, oder wird es mit euch? 1,337! Noch 4130 XP. Ach, man kann schon lange reinlaufen, ja? Achso, ne. Ich kann schon reinlaufen. Ja, ich hab's nicht gecheckt. Wie echt jetzt? Ja. Was gibt's jetzt hier? Was sollen wir jetzt hier untersuchen? Bücher. Oha. Weißt du, woran die mich erinnert? Ja. Uldum. Ach nee, nicht Uldum. Karasan, so rum. Oder? War das die nicht? Karasan und Uldum war die doch auch, glaube ich. Ja, so eine Bibliothekarin oder sowas. Jetzt bin ich Aszendenz. Oh, wow. Mir hat jetzt fast eine Stunde einer zugeguckt. Der ist jetzt rausgegangen. Echt? Ja. Hat sich auch gedacht, so, oh mein Gott. Hä? Cool. Ich kann das nicht. Was? Das Ding anquatschen? Diese Tafel da anfummeln. Warum nicht? Was steht denn bei dir? Bereits zur Abgabe? Jenseits der Barriere? Die habe ich nicht mal. Oh, hallo. Eine sichere Reise. Oh, jetzt jenseits der Barriere. Abgeschlossen. Nee, die kann ich jetzt annehmen. Voll Kacke. Ich habe unverteilte Talente. Hast du Level up gerade oder was? Hm? Hast du Level up gerade oder was? Mhm. GZ. Was tun wir denn? Ja. Jetzt habe ich das Ding eingesammelt. Und jetzt kann ich das bei der nicht abgeben. Aber die läuft dahin, oder was? Mir fehlen noch 2%. Berichtet mir von euren Reisen. Hier unten ist echt eine Temperatur, ey, Halleluja. Kalt oder was? Ja. Wow, mein Deutsch ist die Gegenstandsstufe 29, was? Ach, das ist das Kirchenermesser. Schildhand.
Ich hab nichts für Schildhand, weil ich einen Stab hab. Dann nehme ich das Schmuckding. So, guck mal, hier ist ein Flugpunkt. Spiel. Hm? Als nächstes Krippenspiel. Die Quest. Ja, den habe ich schon lange angenommen. Ja, Krippenspiel. Das ist hier in die Richtung. Mhm. Hier irgendwo. Ja. Wir dienen wieder. Der Schwarm möge uns schützen. Die Aspekte mögen euch schützen. Bienen. Lästige Biene und Superbiene. Lästige Bienen eingesackt. Wie sack ich die denn ein? Aber nicht töten. Genau so. Und dann machst du das. Ah ja. Muss ich voll aufpassen. Warum? Ich habe mit Casadora mal eine eventuell getötet. Aus Versehen. Eventuell. Büsche schneiden nicht vergessen, ne? Ach, cool. Das Büsche schneiden kriege ich mit angerechnet. Wie lange hast du jetzt noch Urlaub? Das ist leider mein letzter Tag heute. Bitter. Ich habe auch gar keine Lust. Aber egal. Nicht, dass die dich hören. Wer? Deine Firma. Warum? Weil sie deinem Stream folgen, oder was? Das wäre cool. Klar. Ich kann direkt mal eine Donation da lassen. Bienen habe ich fertig. Ja, die habe ich auch fertig. Hier ist noch so ein Strauch, den ich beschnippeln kann. Ja, hier sind auch noch zwei. Ich muss nur gerade. Ich habe meinen Talentbaum nicht gerafft. Warum nicht? Ja, weil. Letzter Punkt, ich wusste nicht, wo ich den reinstecken soll. Lästige Bienen umgesiedelt. Müssen wir noch machen. Die Richtung. Hier meine ich, oder? Hier irgendwo. Hier. Hä? Mir wird das nicht mal angezeigt. Hier
oben. Das ist ja schon wieder. Uah. Hier irgendwo. Steht hier einer oder muss ich die einfach loslassen? Da kommt auch ein Dings. Oh, 63. Ah, okay. Huch. Meilenweit an dem Dinge vorbeigelaufen. Die Wasser fließen erneut. Für die Drachen. Möge das Wasser euch schützen. Cool. Gießkanne des Lebensbecken. Das verstehe ich ja irgendwie nicht so, ne? Ja, auch nicht. Ich muss jetzt hier irgendwelche Sachen sammeln. Gießen. Was denn jetzt? Gießen. Erde bepflanzen. Sehr gut. Gott sei Dank müssen wir es nicht gießen, weil es regnet ja. Das machen die doch. Die gießen das doch. Ich grüße euch. Cool. Gießkanne des Lebensbeckens. Zur Sammlung hinzugefügt. So, was haben wir jetzt noch? Hornschreiter-Chaos. Oder hast du die schon fertig? Ist aber auch nicht weit. Ich weiß. War noch irgendwo blöd. Die Wasser fließen wieder. Ich werde mal eine kurze Pause machen. Mach mal eine kurze Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ui. Mögen die Schwärme euch schützen. Bis sehr bald. Ja. Die Aspekte mögen euch schützen. So, zwei Quests angenommen. Jetzt hier hoch. Ja, und dann hier klopfen, ne? Bist du hier im Bereich schon, oder? Ne, nur ein Ali-Hexer, der hier alles zerklopft. Kommst du die verletzten Teile mit? Ja, ne? Also ich hab 2 von 8. Ah, sehr gut.
3 von 8. Muss hier gleich sowieso mal Junior zusammen schustern. Habe ich dem Ali geklaut. Noch zwei Verletzte, ne? Ja, ich hab hier noch einen. Ich hab hier auch einen. So, fertig. Ja, durch. Sehr gut. So, ja. Kann man jetzt wieder mit der Hauptquest weitermachen. Jetzt habe ich nur noch Tour an der Küste des Erwachens, die ich abgeben muss. Mhm. Und der Rest ist Hauptquest. Ah, geht's ja, du komischer Ali. Oh, dafür muss ich da links rüber. Ja, ich gebe mal gerade die Tour ab. Ja, dann mache ich die zwei noch. Hier viele Blümchen. Der regeneriert ja nur Elan, wenn du schnell bist, ne? Ja, ob du im Boden bist. Och nö, es reicht nicht. Wo hast du denn die Marken her, dass du schon wieder was upgraden konntest? Das sind diese Teile, die hier, die Drachenglyphen sind das. Oh, da oben ist eine. Ach, Drachenglyphen. Ja. Oh, habe ich ja wieder drei im Inventar. Gut. Ja, da kannst du doch upgraden. Ja, dafür muss ich aber sowieso auf dieses... Ne, musst du nicht. Du kannst das einfach bei Anzeige machen. Du gehst auf Zusammenfassung der Dracheninseln, dann gehst du auf Drachenreiten anzeigen und dann kannst du das auswählen. Kann ich die Glyphe einfach anmachen dann, oder was? Klickst du einfach drauf, ja, das ist wie ein Talentpunkt, den du... Nee, dafür brauche ich ja diese Drachenglyphen. Ach, wie viel hast du denn davon? 3 im Inventar, aber da steht ja, schaltet das frei, wenn du bei dem Transformationsdinge bist. Oder kann ich die auch in der Welt irgendwo benutzen? Verstehe ich nicht. Wenn der Gegenstand in der Nähe des Podiums der Transformations benutzt wird... Bei mir ist Drachenglyphe hier dieses, sieht aus wie eine Münze. Ja, genau. Ja. Die brauchst du. Ja, habe ich aber keine. Ich habe 3 normale Glyphen im Inventar. Erneuerter Protodrache, Reise, was auch immer. Ja, das kannst du ganz normal aktivieren. Das ist dann, Ja, aber da steht doch dran, schaltet... diese Anpassungsoption für den erneuerten Protodrachen frei, wenn der Gegenstand in der Nähe des Podiums der Transformation benutzt wird. Dann mach es halt. Du fliegst doch da jetzt eh gerade hin, oder nicht? Ja, hatte ich gerade vor. Ich habe 3 Elan gehabt und habe es nicht geschafft, den Hügel hochzufliegen. Das ist schlecht. Ja, derart schlecht.
Oh, sollte reichen. Reicht nicht. Du Scheißdrache. Drachenglyphe in der Nähe. Wo? Werden die auf der Map angezeigt? Weißt du das? Erwachende Flamme. So. Ach komm schon. Ist der schlecht? Es reicht wieder nicht. Bleiben wir jetzt hier oben auf der Kante stehen. Komm, mach den Knubbel Elan noch voll und dann sollte es aber reichen. Weh, wenn nicht. Jawohl. Toll, jetzt komme ich die letzte Stufe nicht hoch. Kann nicht mal außen rumrennen. Ach, und da gibt's dann die Quest für die Tour auf wo auch immer. Schön euch zu sehen. Jo. Jo, was? Gold! Was für Gold? Ihr Wildreservat.
shit, jetzt war ich bei diesem Sanktum und hab diese drei Kosmetiklyphen nicht eingesammelt. Abgegeben, na wie auch immer. Ich glaube, der Kommandant ist aber dafür, dass du die Inni besuchst, ne? Nein. Nicht? Steht aber doch direkt bei der Insel. Ja, das schon, aber der ist ja die... Wie heißt das denn? Ist doch die Hauptstory. Meinst nicht, dass die dich in den Dungeon schicken? Ganz am Ende. Ha. Drachenglyphe, Blitzfrost, schieß mich tot, bin ich durchgeflogen. Lass mich raten, das war jetzt so eine, die ich brauche. Ja. Ja. Wow. Das ist abzubieten irgendwann. Davon brauchst du drei Stück. Oh. Ja, dann musst du halt suchen. Sind das die Sterne auf der Karte? Tyriol der Andächtige. Ach, das ist ein Rare, oder was? Komm mal hier zu mir. Yeah. Oh, 394 Sekunden ist zu langsam. Ich muss jetzt noch bloß auf das hohe Blätter das machen. Lol. Trainingsmatrix der Titanen habe ich bekommen. Zweimal sogar. Aber ich glaube, das war so eine Art Rare-Mob. Sie wagen es, unsere Heimat anzugreifen. Unsere Königin. Meldet euch. Kommandant, habt ihr Neuigkeiten von der Front? Wir haben Fortschritte gemacht, Major Domus. Aber es sind noch viele zu töten. Oh cool, jetzt muss ich hier einfach irgendwelche Sachen kaputt machen. Wo soll ich jetzt hinkommen? Ich muss hier irgendwie vor dem Becken noch Teile verprügeln. Gib jetzt auch erstmal die eine Quest ab. Säubert das Schlachtfeld. Hier ist irgendwie so eine Bonusmission. So eine World Quest oder sowas. Keine Ahnung.
gibt 14.000 EP und 80 Gold. Ein paar Sachen verkauft. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Wow, man kann sich ja jetzt sogar in Bärengestalt mit Nachwachsen heilen, wenn das prockt. Ah, du bist da. Kannst du die Dings auch machen, die Quest? Säubert das Schlachtfeld. Hast du mit dem Kommandanten gequatscht? Nee, noch nicht. Ach so. Dann mach fix. Ich hab schon wieder was. Au. Was machen wir denn? Ja, jetzt habe ich das selber, das Schlachtfeld. Hier kommt jetzt ein ganzer Schwung. Zwei.
Und Klippen brauchen wir. Die geben aber gut Prozente. Super. Ah, Ruhmstufe 3 habe ich jetzt. Wow. Relikt. Drachenkochkunst. Okay. Aber gab 200 Ruf. Das ist schon mal gut. Bärengestalt jetzt schon 100.000 Leben. Cool. Ist doch toll. Hier ist noch eine Klippe. Wie viel Prozent hast du jetzt? 59. Oh, das geht ja. Und eine Klippe brauchst du noch, ne? I'm not sure. Ja, eine brauche ich noch. Da ist eine. Gepult. So. Guck mal, sehr gut. Brauchst dich nicht mal bewegen, kommen die Viecher zu dir. Ja, check mich um. Deinen Fortschritt kann ich leider jetzt nicht mehr sehen zu den Prozenten. Sehr gut. Habt ihr etwas zu berichten? Mein Ring wurde geupgradet auf episch. Meiner nur auf blau. 272, hm? Nice. Ich kann euch helfen, euch hier zu entwickeln. Evakuierung, aha. Du bist auch eine Evakuierung. Stand da. Hier gibt's noch irgendwo eine Quest. Ah, da hinten. Ja, die ist aber für die Inni.
Die Wasser fließen wieder. Boah, da gibt's aber guten Stuff. Und 100 Ruf für die komischen Dinger, die wir brauchen. Wo bist du hin? Ich stehe hier mittendrin. Ich suche dich. Ich bin hier hinten. Wo ist hier hinten? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier rein müssen, ja. Protokampf und Evakuierung. Ihr werdet den Eier nichts antun. Ich schütze die Lebensbecken. Wer bist du? Klein Onyx hier? Jawohl, Kirchenhahn. Komm, geh hopp jetzt. Hä? Scheiß Ding. Was greifst du denn an? Diese komischen Lawinen. Die mich langsam macht. Oh, der ist aber schlecht drauf. Ich habe hier noch so einen schlecht gefuselten Dings. Da unten ist noch so ein Stern auf der Karte. Dann klatschen wir den doch jetzt weg. Alex, hör sei auf zu labern, ey. Der Krieg, der die Drachen trennte, musste enden. Hast du noch reinigen oder wie das hieß? Ja, diese Fähigkeit, wo du Effekte mit runter säubern kannst. Ach, ist das nicht mehr Serie? Schade. Was gab's denn hier wieder Cooles? Doch, großes Reinigen. Ich muss noch einen Brotodrachen wegmachen. Das sollte reichen. Ja. Rubinei, Smaragdei.
hätten Wächter Azeroth sein sollen. Die Kräfte, die ihr entfesseln wollt, gefährden uns alle. Ach, da oben ist auch noch so ein Brotho-Mensch. Ihr folgt den Titanen blind. Und das ist eine Bedrohung für diese Welt. Ja. Fertig, wa? Yep. Trefft euch mit Majordomus beim wo auch immer. Müssen wir wieder raus, oder was? Ich nicht, es zeigt sich ja da hinten an irgendwie, ne? Ne, die Ivar-Kuh. Okay. Da kann man was abgeben. Und auf der anderen Seite wird's angezeigt. Merkwürdig. Also hier ist... Ich diene meiner Königin. Der Protokampf. Aber die Evakuierung ist auf der anderen Seite. Was ein Schwachsinn. Meinst du, wir schaffen die nie? Kleine. Hä? Ja, zu zweit. Besiegt bla in der Blitzfrost. Bla, aber. Was ist euer Anliegen? Achso, ja, da hinten. Ist ja nix. Brauchst nicht mal die Harpune für. Oh, ups. Sehen. Rassageth, es reicht. Wir müssen keinen weiteren Krieg austragen. Noch bleibt Zeit, das hier zu beenden. Zeit ist genau das, was ihr mir genommen habt. Tausende von Jahren habe ich in diesem Gefängnis geschmort. Ich habe also versagt, Frieden zwischen uns zu stiften. So viele haben dafür bezahlt. Tut nicht so scheinheilig. Ihr habt uns die Edikte der Titanen aufgezwungen. Ihr habt die Welt verraten, die uns Leben gab. Und als wir uns widersetzten, habt ihr uns verbannt. Falsche Herrschaft muss enden.
Ihr seid mutig, Welpe. Doch ihr kämpft für die falsche Seite. Sie hat euch nie erzählt, welches Leid man uns zugefügt hat. Die Schmach, vergessen zu werden. Ich will, dass sie zusieht, wie alles, was sie erreicht hat, zu Staub zerfällt. Erst dann soll sie ihr gerechtes Ende finden. Boah. Cool. Ja, und jetzt steht er wieder da. Kann man nicht mal looten. So ein Kack. Oha, Shiftung. Auch auf episch gegangen. Aber tonnenweise Zeug mit Meisterschaft, ne? Super, im Baum hängen geblieben und abgestürzt. Toll. Meine Königin, ihr habt einen mächtigen Schlag abbekommen. Ich rufe Hilfe. Alles wird gut, Celestra. Die Eier. Furorion, ihr habt meinen Dank. Eure Hilfe war unerwartet, aber begrüßenswert. Es war mir eine Ehre, zu helfen, meine Königin. Ich nehme an, euer Schwarm wird uns bei der Rückeroberung der Obsidian-Zitadelle von den Jaradin helfen. Selbstverständlich, nachdem die Eier in Sicherheit sind. Die sind bestimmt in Sicherheit, nun, da Razageth vertrieben wurde. Ihr kennt sie nicht so gut wie ich, Jungblut. Sie ist unberechenbar. Wir müssen bei den Lebensbecken bleiben und unsere Zukunft sichern. Unsere Zukunft oder eure? Die Obsidian-Zitadelle verteidigt die gesamten Dracheninseln. Ihr könnt das Vermächtnis meines Schwarms nicht einfach unseren Feinden überlassen. Ich hätte erwartet, dass ihr euch mehr um den Schutz hilfloser Eier sorgt, Furorion. Dann bleibt. Kümmert euch darum, was eurem Schwarm wichtig ist. Ich rette das, was mein wichtig ist. Wieso habe ich das Gefühl, dass Furorion auf die falsche Seite überschwappen wird? Tja, habe ich mir auch gerade gedacht. Ich kann euch helfen, euch hier zu entwickeln. Und noch was. Lichte Hörner. Grüße. Das Gitte. Nimmst du die einfach hier mal an, oder was? Er wird unsere Hilfe brauchen, wenn wir den Obsidian-Schwurstein erneuern wollen. Du meinst, um das zu dingsen hier? Ja. Ja? Ich dachte, das klappt nur, wenn man in der Nähe von dem Podium der Transmogriffe Dings ist. Nein, hab ich dir doch gesagt. Hier, wo ist denn, wo machen wir das denn nochmal? Was ist das denn jetzt hier für eine Quest? Hochobservatorium, ne? Ja. Dann lassen wir da hin. Ist hier kein Flugpunkt? Und hier gibt's Dinger, die man, Flussbestienkalb. Warum werden die mir gelb angezeigt? Ach, weil ich die looten kann, ne? Ja, das ist ein Flugpunkt. Also für Leder, meine ich. Deswegen werden die mir als gelbe Punkte auf der Karte angezeigt. Oh Gott, hier gibt's ja auch 8 Milliarden Quests. Ja, lass die Quest mal Quest sein. Schönen guten Tag. Ja, dann ab zum Himmels. Ja, bin ich ja gerade dabei. Ja.
so. Ich denke mal, um 3 werde ich aber auch Schluss machen. Ja, ich kann auch mal gleich was essen. Das ist nämlich der Punkt. It's the point of no return. Hunger! Ja. Auf was fliegen wir denn hier? Ach, das ist so ein komischer Greif. Ruck. Also man kann auch super viele Talentpunkte verballern, ne? Sind jetzt erst 63. Gibt noch 7 Talentpunkte. Puh. Da kannst du ja unten auf der letzten Ebene immer noch ein paar Punkte rausquetschen. Heftsch. Achso, ich wollte hier gucken. Drachen reiten. Ich habe das ja jetzt angenommen. Alles so, ne? Also schon freigeschaltet. Ja. Und pass auf, wenn ich jetzt hier hingehe. Wird mir alles neu angezeigt. Okay. Ich dachte, das musste man hier machen. Viel kann man ja eigentlich auch noch nicht verändern. Ah, ich habe dezente Hörner freigeschaltet. Ich habe halt irgendwie Haarfarbe rot freigeschaltet. Ich weiß nicht, was für eine Haarfarbe wollte denn Haare? Oh cool, ich kann Stacheln auf meinen Kopf machen. Boah, ist das ein hässlicher Troll jetzt. Ja, und ganz viele Farben habe ich freigeschaltet. Finde ich persönlich schon wieder cool. Aber nur Augen. Hornfarbe. Hautfarbe. Gibt's auch noch keine andere. Schade. Oder machen wir hier einen Cut? Was sagt denn das Questing? Ja, Stufe 63 für die Inni-Invasion der Primalisten. Ja, sag was. Ich hab doch gesagt, dann machen wir hier einen Cut. Achso, kam wieder nicht an. Deswegen. Jesus. Geronimo. Hoppala. Guck mal, mein Vieh. Was sind die coolen Doppelhörner hier? An der Seite? Cool. Hab ich eben irgendwann, glaube ich, bekommen. Ich finde den ja ganz cool, so ein Grün oder so. Oder auch hier, der. Ja, aber die Farben habe ich leider noch nicht. Ich auch nicht. Voll doof. Ja. Gut, gut. Kann man mit denen eigentlich noch irgendwas lernen? Nö, ne? Meine wahren Zeugen von Wissen. Gut.
Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, mir fehlen diese Münzen. Es gibt 12 in Küste des Erwachens. Ich habe... 2. Ich habe 7. Puh. Hatte 7, ich habe die auch schon ausgegeben. Ah, dann müsste ich quasi hier die ganze Zeit rumfliegen und die Dinger suchen, ne? Ja, das sind doch hier diese Markierungen. Ich sehe keine Markierungen. Ich kann ein Foto machen. Scheinbar. Wo bist du denn? Oder kann man die irgendwie auf der Karte... Da oben ist doch das Fernglas, da kann man das doch bestimmt anzeigen lassen. Über... dem Mauscursor. Ja, ich hab das... Ich der hab das Addon aber nicht drauf, deswegen... Das ist ein Add-on. Ja, muss. Also bei mir ist es nicht. Ja, dann ist das hier TomTom oder so. Würde ich schätzen. Oder Rare, wie heißt das hier? Ne, ja, ich meine, es müsste TomTom sein. Wenn das dann. Upa da. Wo wolltest du hin? Hier hin, aber hier ist dann doch nicht meine Blümchen. Euer Drache spürt eine Glyphe in der Nähe. Ja. Ja, wo denn? Soll ich gucken? Wo hier eine Glyphe ist. Guck mal, was steht denn oben in den Balken von dir oben? Balken? Ja, oben. Rechts, links neben der Minimap. Die Küste des Erwachens. Oder was meinst du? Ja, da steht meistens dabei, wie viele Meter das entfernt ist. Nö. Bei dir in dem Addon vielleicht. Jetzt findet er sie auch wieder nicht. Jetzt hat er sie wieder aufgespürt, aber ich sehe sie nicht. Das ist halt das Problem. Wo denn? Ja, hier. Aufgespürt. Hier, wo ich gerade rumdüse. Ja, dann guck doch mal auf dem Turm da. Oh, kein Schwung für. Auch nicht. Warte ein bisschen warten. Hier laufen aber auch ganz viele Typen rum, die man verprügeln könnte. Nope. Hm? Nope. In der Nähe aufgespürt, ja. Oder nicht bei dem anderen? Wow. Bei der anderen, beim anderen Turm? Bei diesem elend riesigen da mit dem Baum drauf. Ja, wo ich jetzt hier drunter sitze, sozusagen. Oh, weiß ich nicht. So hoch kam ich noch nicht. Ja, ich komme leider gerade auch nicht so hoch. Mir wird das nämlich, glaube ich, nicht mehr angezeigt. Weil du sie schon hast. Ja. Das müsste eigentlich oben... in der Leiste drin stehen, wo auch die Buffs und so drin sind.
müsste eigentlich stehen, wenn dann kommt, dein Drache spürt eine... Ja, ich sehe es, Drachenglyphenresonanz, 229 ja. Meter. Kann das ja hier das nicht sein, das kann ja dann eigentlich nur eventuell... 238. Aber mir wird hier nicht angezeigt. 240 Meter in die Richtung, glaube ich. 254. Hä? Kann das Ding sich mal entscheiden? Ja. Hä? Es geht immer weiter weg. Jetzt wieder näher. Das ist komplett weird. Ich weiß es nicht. Entweder hier oben ist ein Dinge. Eine Glyphe eventuell. Jetzt ist sie wieder weg. Aber mein Drache sagt halt nichts, dass er eine Glyphe spürt. Ich weiß es nicht. Also entweder hier oder hinten. Das kann nur der Turm sein, weil jetzt sehe ich sie wieder. Dann wird das hier jetzt sind es 300 Meter. Jetzt ist es weg. Jetzt bin ich wieder in der Nähe. Ja, dann muss es ja hier sein. Dann muss hier hochkommen. Oh. Ist ja auch gar nicht schwer, ne? Einsammeln kommen. Hast du noch einen weiteren Elanpunkt oder was? Mein Lass gleich wieder voll. Ich habe 4 Elanpunkte. Ja, und dann hast du geskillt Umleitung? Ich habe. Nee, wahrscheinlich hier Nervenkitzel, oder? Ich habe Nervenkitzel und Umleitung. Geskillt. Ah, okay. Bring um. Aber das geht ja auch nur, wenn du hohe Geschwindigkeit hast, ne? Was? Das Nervenkitzel der Lüfte oder so. So, siehst du hier eine Marke? Ja. Da drin. Ups. Das sah gar nicht so hoch aus. Bist du tot? Ja. Ups. Peinlich. Jawohl. Weißt du, du fliegst weg und lässt mich jetzt einfach hier elendig zurück, ne? Nein, niemals. Du doch nicht. Wie komme ich denn da wieder rein? Ich bin jetzt schon weggeflogen. Achso, lol. Kommst du oder was? Ich bitte dich. Ja, hier spürt meiner noch was. Warten Sie, ich komme. Ich komme. Jetzt muss ich aber erstmal warten, bis das mein Elan wieder aufgefüllt ist. Ah ne, brauche ich gar nicht, die hängt hier unten. Aha. Tada. Drachenglyphe. Der Botschaft. Oh Gott. Dieser Trotteldino, der kann nicht laufen.
es hier oben noch bestimmt eine bei der Schuppenknackergipfel. So, wo bist du? Ach, da. Ja, und da links ist die Glyphe. Sehr cool. Jawohl. Bis das mein Ding wieder aufgefüllt ist. Was hast du zuerst geskillt? Nervenkitzel oder Umleitung? Ja, damit das schneller geht. Und dann habe ich Umleitung geskillt. Gut. Ich bin da mal raus, denke ich mal. Ja. Essen, Nahrung wichtig. Dann in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschaußen. Dennis.